die stehen und mitsingen. Man kann auch vor der Kamera mitsingen, wenn sie möchten. Die kommen wieder. Die kommen wieder. Bei mir ist jetzt Ilse Aigner. Frau Aigner, wie viele Schläge hast du denn gebraucht, bis das Bier geflossen ist? Leider zu viele, würde ich jetzt sagen. Normalerweise habe ich es auch schon zwei geschafft. Heute hat es nicht so ganz hingehauen, aber es war, er ist drin und wir haben Bier. Was ist denn da Ihre Technik? Weil Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt, präzise ist wichtiger als fest. Also ich glaube auch, dass Fest schon eine Wichtigkeit ist, aber man muss gescheit die richtige Richtung erwischen. Und das habe ich heute offensichtlich nicht so ganz erwischt, aber beim nächsten Mal nochmal. Sagen Sie denn zum Zelt, wie gefällt es Ihnen denn hier? Ja, also ein wunderschönes Zelt, richtig schön, gemütlich würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem inhaltlich, das mit den Volkssängern ist eine ganz besondere Geschichte und das will ich natürlich auch unterstützen. Gefällt Ihnen das besser als die allgemeine Wiesn drumherum? Also ich würde sagen, beides gehört zur Wiesn dazu, aber ich bin sehr froh, dass die alte Wiesn jetzt auch diese alten Volkslieder, aber auch insgesamt die Tradition hochhält, wo es ein bisschen gemütlicher abgeht, nicht so viel großer Rummel ist und das gehört einfach auch dazu, so wie die alte Wiesn heute ist. Wenn Sie ein Bierzelt sein könnten, welches Festzelt wären Sie denn dann? Ja, da tue ich mir natürlich total hart, gell? Aber ich bin überall daheim. Und wenn Sie ein Bier sein müssten, welches Bier wären Sie? Was ist Ihr Lieblingsbier? Ja, nachdem ich Botschafterin des Bieres bin, und zwar seit vielen Jahren, kann ich nur sagen, wir haben Gott sei Dank den großen Luxus, dass wir so viele gute Biere haben, dass wir jeden Tag ein anderes trinken können. Man macht nie einen Fehler. Super, vielen, vielen Dank. Und ich gebe zurück an die Empore.